Hallo Freunde und willkommen zurück zu StarCraft Remastered, wo wir momentan immer noch in der achten Mission der Zerg-Kampagne sitzen. Aber wir machen gute Fortschritte. So, jetzt geht euch mal kurz zurück, schießt die ab und dann macht ihr weiter. Okay. Und zurück. Der 4 macht hier. Nicht verstecken. Haha. Das ist nicht, was ich hören will, wenn ich gerade selber im Angriff bin. Ich kann mich halt immer nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Wir kommen voran. Wo ist denn der Ghost? Da war der Ghost. Ihr räumt hier schon auf. Warum deckt das Spiel denn jetzt? Ich bin doch nicht mehr am Rendern. Scheinbar haben wir auch diese Insel effektiv. Ah ne, dort noch nicht. Okay, da kommt ein bisschen mehr. Ihr wollt auch mal mitspielen, habe ich gehört. Macht alles kaputt. Lasst euch Zeit. Das hinten gefällt mir übrigens nicht. Gerne mal ein paar von euch in einem Overlord. Und ich muss mal kurz cutten. Moment. So, machen wir weiter. Wie kann denn da hinten der Schwarmpflaster angegriffen werden, bitte? Ist auch keine weitere Luftabwehr hier. Sehr schön. Okay, ob irgendwo eingebuddelte Zerglinge sind oder andere Zerg-Einheiten. So, das auch erledigt. Nächste Insel, nennen wir es mal, ist zerlegt. So, dann kommt der nächste Brocken, würde ich sagen.
Dann mal kurz ein bisschen Abstand nehmen. Du hast mir schon mal 4 von denen dabei. Die anderen 4. Dann hätte ich gerne noch ein paar mehr Overlords. Ja. Kann man da hingehen? So, ich denke mal, es ist sicherer, wenn wir uns hier oben halten. Anstatt auf breiter Front anzugreifen. Noch schön schade machen. Doch auch mal. Ja auch mal noch ein paar Einheiten, die das verteidigen konnten. Komm mal her. Danke. Da ist ein Guardian. Ja, zumindest regenerieren Mutas ja relativ schnell Gesundheit, ne? Vergleichsweise zumindest. Werde ich aber mal die Gelegenheit nutzen. Wir haben aktuell wieder ein paar Mineralien.
werden noch einen, in Anführungszeichen, Ersatzdruckmotor bauen. Schön langsam, ordentlich, nichts mehr stürzen, nicht Terrors. Ich habe übrigens, glaube ich, mittlerweile mal, also ich habe was gelesen, was dieser Nebel bringen soll. Und zwar beschützte Einheiten vor Flugangriffen. Und wie ihr seht, ich kann die Einheiten da nicht mehr angreifen. Die vielleicht nicht ganz so weit vorfliegen. Das ist seit jeher euer Verderben. So, wo ist dieser scheiß Ghost? Scheinbar tot, sehr gut. So, ich brauche euch aber eigentlich gar nicht töten. Wenn ich den Weg zum Obermain frei habe. Das hat leider nicht so funktioniert. Ist das da ein Sporenkrabber? Ich erkenne es leider nicht so genau. Mal risky, ich versuch's jetzt einfach mal. Ich hätte vielleicht vorher noch speichern sollen. Ich warte. So, da kommt der Detektor direkt. Ja, ne, das ist halt auch Detektoren hier wohl. Okay. Federkunden, kannst du vielleicht nicht den anderen auch oder Kopfhörer totreißen? So, die Frage ist, wo kommen diese Tanks daher? Moment.
Die Folge wird der reinste Flickenteppich. Unglaublich. Könntet ihr jetzt diese Panzer mal ausschalten? So, das Problem ist hier oben. Da muss ich durch. Durch den ganzen Scheiß. Gut, jetzt haben sie da noch einen Detektorturm. Das ist nervig, aber machbar. Ist halt echt nicht gut vorangekommen mit dem Mining, ne? Na, soweit auch nicht schon. Da unten wären halt noch Mineralien. Ich hätte vielleicht doch echt einfach die Base hier noch ausrotten sollen. Hätte ich mal gespeichert. So. Die vier reichen ja eigentlich nachher. Problem ist, ich bräuchte theoretisch noch einen ganzen 12er Stack Mutas, um da wieder Guardians draus zu machen. Willst du das bitte einfach sagen? Dankeschön. Ich würde wahrscheinlich, ja, wobei ich glaube, ich komme auch mit weniger Guardians aus. Aber 6 sollten es halt trotzdem sein. So, hier haben wir noch 20 Mineralien drin, hier haben wir noch knapp 200 Mineralien drin. Die brauche ich. Ihr kostet 300 Mineralien. Das Gas ist egal. Ich bräuchte sogar erst die 400 Mineralien, um mir da eine Dingens aufzubauen, eine Base. Ich glaube, ich habe mich wieder an die Wand gespielt. So, wenn die beiden noch abgebaut haben und das Zeug weggebracht haben, warum sitzt du hier eigentlich so dumm rum? Komm, Marsch. Kannst da mal noch helfen. Das Problem ist natürlich, dass das Ding hier Luftlinie näher dran ist als das Ding. Dann habe ich hier noch 3 Drohnen. Die hätte ich auch mal schon an die Arbeit schicken können. Verdammt. So, hier sind meine Guardians. Zu meine baldigen Guardians. So, ihr seid meine 1. Ihr seid ein Import. Dann hätte ich gerne hoffentlich auf der 3. Wenn die Wächter hier geschlüpft sind, ist das die 2. Dann hoffe ich, dass ich das hier mit den wenigen Einheiten erobern kann. Ja.
scheiß Strahlung immer, ne? Tut mir echt auf den Sack. Okay, aber da ist nicht viel, was uns aufhalten könnte. Haltet sie auf. Nicht viel von denen auf. Nein, pfui. Einfach mal ein bisschen absnipen. Ich muss immer mal gucken, dass ich nicht schon wieder das Forschungsschiff verpasse. Da ist das Forschungsschiff. Oder ziehen die einfach nur keine Auto-Aggro mehr? Das könnte natürlich auch sein. Die können die gerade hier nicht machen, scheinbar. Das finde ich gut. Außer die Headers verstecken. Da hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Ja, die kann man scheinbar wirklich nicht angreifen darin. Schaden machen wir hier. Hoffentlich möglichst alles. Ah ne, ich habe mich gegen die Wand gefahren. Fürchte ich. Ich glaube, ich setze hier noch einen Ultra ab. Ist okay. Okay.
Der ist noch nicht tot. Das ist echt ätzend, dass die jedes Mal vor allem meine Overlords daraus snipen. Das geht einem schon hart auf den Sack. Ja, der lebt noch. Ich muss halt echt gucken, dass ich die Base da noch mit den paar Einheiten gereinigt kriege, und das ist so ätzend. Das ist mein Problem, dass ich nie speichere. Oder viel zu selten speichere. Zumindest in diesem Spiel. Muss ich nichts zu sagen, ne? Oh, eine Battlecruiser. Könnt ihr einfach weiterfliegen? Also ich bezweifle, dass ich hier noch groß was ausrichten kann, aber... Wahrscheinlich ist natürlich, wenn die ganzen Grundgebäude der Zerg kaputt sind, also der Zerg, zumindest schon mal keine Möglichkeit mehr, neue Einheiten zu produzieren, ne? Schon wieder keine Overlords hier habe. Wo sind die denn alle hin? So, kann ich mal irgendwie... Na, hier sind noch einiges an Overlords. Ganzen Drohnen mal einsammeln. So. Dann schießt du hoch oder? Ja, nicht so. Muss halt jetzt hier echt vorsichtig sein. Okay. Das war's eigentlich. Das war's. Ich kann die komplette Folge eigentlich in die Tonne kloppen. Schade. Sind eigentlich relativ gut vorangekommen. Ich hätte halt echt nicht die eine Basis zerlegen sollen. Nicht versuchen sollen, die Basis hier zu zerlegen, sondern ich hätte versuchen sollen, die Basis hier zu zerlegen. Dann hätten die nur noch damit ankommen können.
Gut, das Ding wird mir jetzt nochmal Schaden drücken. Aber wir werden uns dann in der nächsten Folge nochmal versuchen, da wo wir diese Folge angefangen haben. Beziehungsweise es kann auch sein, dass ich schon die erste Insel wieder säubere auf Screen. Gucken wir dann mal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch trotzdem gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder zu StarCraft Remastered. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.